YouTube. So, jetzt ist es passiert. Der Buckler ist fertig und ich kann euch nicht zeigen, wie. Die Technik hat mich leider auf den Arm genommen. Der Rechner hat die SD-Karte nicht mehr angenommen, auf dem das Ganze filmisch festgehalten worden ist. Und ich kann es leider nicht wiederholen, weil ich kriege das Ding nicht mehr auseinander, um es nochmal neu zu machen. Tut mir wirklich leid, ich kann es euch also nur erklären. Ich habe diesen Schild nicht mit Latex oder Ähnlichem überzogen. Ich habe ihn komplett mit Leder überklebt. Und zwar auf der Vorderseite, genauso wie auf der Rückseite. Einfach gemacht, braucht man im Grunde genommen nicht erklären. Das ist Bezugsleder für Möbelstoffe. Das habe ich aus einer Firma, die Möbel aufpolstert, sehr günstig als Restmaterial bekommen. Kövulfix drauf, auf beide Seiten, einpinseln, abtrocknen lassen, draufkleben. Der Rand ist ähnlich entstanden wie bei meinem anderen Schild. Ich habe also einfach ein Stück Leder genommen, habe es aus mehreren Teilen zusammengesetzt, deswegen sieht man hier die Nähte. Und habe es dann, wie man hier sehr schön sieht, komplett durch den Schild durchgenäht, um es dann auch nochmal zu befestigen. Es tut mir leid, ich kann es euch leider nicht zeigen. Diese ganzen Daten sind irgendwo auf einer kaputten SD-Karte vergraben und ich komme nicht mehr ran. Aber so sieht das Leder, gerade dieses Bezugsleder, sehr neu, sehr ungebraucht und damit auch leider sehr künstlich aus. Der nächste Schritt ist es jetzt also, dieses Leder zu altern. Und ich habe mir eine neue SD-Karte gekauft und somit werde ich euch das hoffentlich zeigen können. Insofern, lasst uns beginnen und wir schauen einfach mal, was draus geht. Also, dieses Leder ist, dadurch, dass es für Möbel verwendet worden ist, in irgendeiner Form oberflächlich beschichtet. Das Problem dadurch ist, wenn man hier dunkle Farbe aufträgt, dass die sich mehr oder weniger rückstandslos wieder wegwischen lässt. Und auch die Struktur ist also nicht wirklich so tief, dass sie irgendwie rauskommen würde. Das bringt uns also nicht weiter. Also, wenn das Leder zu glatt ist, nehmen wir einfach einen Scheuerschwamm und rauen das Ganze auf. Das bringt ein wenig was, aber auch noch nicht wirklich die Wende. Dann gehen wir halt den gröberen Weg und bringen Kampfspuren ein. Ich schneide jetzt nicht wirklich tief rein, sondern lege eine scharfe Klinge nur leicht auf und bringe dann Kratzspuren ein. Und zwar praktisch schräg, sodass es aussieht, ja, und auch wirklich so ist, als wenn dort Klingen eingedrungen sind. Man kann dort also leichte Einschnitte machen und diese dann später etwas dunkler hervorheben. Wie sage ich immer, nichts ist so echt wie etwas Echtes. Und eine echte Kerbe ist eine echte Kerbe. Wem das mit dem Messer aber zu gefährlich ist, kann auch noch einen anderen Weg gehen. Und zwar mit Schleifpapier und einem Stück Holz. Man nimmt also einfach das Holz, packt es einmal so da rum und kann jetzt, ohne gleich tief einzuschneiden, hier Spuren einbringen. Man sieht sofort, dass die Oberfläche rau wird und damit dann hoffentlich später Dreck annimmt. So,
Ich werde jetzt die Oberfläche auf diese Art und Weise noch ein wenig verramschen und dann sehen wir uns wieder. Also Messer, Schleifschwamm und Schleifpapier. Das reicht auf jeden Fall, um aus dem glattesten Leder etwas Gebrauchtes zu machen. Wir sehen uns gleich wieder. Nach einer Viertelstunde Amoklauf sieht der Schild jetzt so aus. Und zwar, diese Schwertspuren habe ich mit einem Stöckchen und Schleifpapier eingebracht. Und dann wird einfach mit einer Kante und nur mit der Kante immer über die gleiche Stelle gerieben. Und schon haben wir dort eine längs verlaufende Schwertspur. Das habe ich überall gemacht. Diese rauen Stellen sind also so entstanden, dass ich mit dem Messer einfach darüber gegangen bin. Das raut das Leder ein wenig auf. Und abschließend nochmal mit einem Scheuerschwamm einfach rübergehen gegen den Strich, um lose Lederstellen zu entfernen. Den Rand habe ich ebenfalls leicht bearbeitet, sodass dort Stoßspuren und Ähnliches entstehen. Und auf der Rückseite bin ich nicht ganz so amok gelaufen. Da habe ich nur den Teil aufgeraut, wo der Arm liegt, um die Scheuerstellen so ein wenig zu erklären. Ich habe noch einige andere raue Stellen eingebracht, aber die Rückseite kriegt ja bei weitem nicht so viel ab wie die Vorderseite. Das soll reichen, weil der Schild soll zwar gebraucht, aber nicht komplett schrottig aussehen. Ich bin kein Ork. Zum Einfärben. Das Leder hier ist relativ hell und ich habe jetzt mal meine Schränke durchwühlt und habe dort drei verschiedene Schuhcremes entdeckt. Ich habe also einmal braun, mittelbraun und dunkelbraun. Es ist immer ganz schön, sich dort erst eine Farbprobe zu machen, um die dann einfach mal darüber zu legen. Wir sehen also jetzt schon, braun ist mehr oder weniger der gleiche Ton wie der Grundschild. Ist also nicht so optimal. Das ist ein schöner Kontrast zu diesem Leder. Und das Dunkelbraune wird sich sogar hiervon abheben. Okay, also fangen wir an. Wir brauchen einfach zwei alte Lappen. Ich habe dafür diese alten Stofftaschentücher benutzt oder benutze sie da gerne für. Und diese Schuhcremes werden heute ganz oft schon mit Schwämmen geliefert, um sie besser aufzutragen. Wir fangen jetzt also einfach an und tupfen dort ein wenig drauf. Dann nehmen wir ein Tuch und verteilen den Dreck. Dort, wo das Leder nicht verletzt ist, lässt es sich fast vollständig wieder abwischen. Aber an allen Stellen, wo es aufgeraut ist, kommen diese rauen Stellen jetzt sehr schön zum Tragen. Und ein wenig wischen. Und schon bleiben leichte Spuren übrig. Aber, wie gesagt, nur leicht. Es sieht benutzt aus, aber nicht völlig abgeramscht. Und genau das ist ja der Look, den wir haben wollen. Man sagt ja immer so schön, Fotos fressen Dreck. Ich fürchte, das wird bei dem Film ebenfalls der Fall sein. Man sieht jetzt also auf dem hellen Leder Gebrauchsspuren. Man sieht, dass dort etwas passiert ist, aber es sieht eben nicht so aus, als wenn der Schild schon komplett zusammengeschlagen wurde. Also nicht mehr einsetzbar ist. Nachdem wir das jetzt gemacht haben, nehme ich jetzt den dunklen Schwamm. Und gehe hier einfach mal drüber. Und auch dort kann man jetzt die
Narben, die Schwerteinschlagspuren sehen, aber eben nicht mehr so dominant. Mir gefällt diese dunkle Farbe aber sehr gut. Und deswegen will ich jetzt hier einfach nochmal leicht über die rauen Stellen gehen. Das ist immer so ein bisschen ausprobieren, welche Farbe auf dem Leder eben wie am schönsten wirkt. Ja, und das Dunkle hebt sogar die leichte Lederstruktur noch etwas hervor, was mir sehr gut gefällt. Also das Helle hätte ich mir sparen können. Okay, wieder was gelernt. Das ist von Leder zu Leder unterschiedlich. Es kommt halt immer dann darauf an, wie ist die Grundfarbe, wie nimmt das Leder den Dreck an. Deswegen nicht auftragen und lange drauf lassen, weil dann kann es sein, dass es einzieht, sondern nur leicht überputzen. Man sieht es jetzt also hier, wenn ich das auftrage, drücke ich das Dunkle in die Vertiefung der Lederstruktur und wenn ich dann nur leicht darüber putze, bleibt die Farbe in den Vertiefungen drin. Wenn das Ganze dort länger bleibt, zieht es auch ins Leder ein, färbt dann nicht mehr ab, reibt sich auch nicht mehr ab, aber die Struktur wird dort also sehr schön plastisch hervorgehoben. Ja, ich werde den Schild jetzt noch mit den Farben ein wenig bearbeiten und dann melde ich mich wieder. Das Ganze hat jetzt eine Viertelstunde gedauert. Man sieht also jetzt, wie die leichte Struktur, die auch auf diesem Glattleder drauf ist, jetzt schön plastisch rauskommt. Aber auch trotz viel Wischen und so weiter und so fort, wenn das jetzt dem harten Lab-Alltag ausgesetzt würde, so wie es jetzt ist, würde diese Struktur wahrscheinlich nicht lange drauf bleiben. Die Schuhcreme muss jetzt richtig ins Leder einziehen. Da können wir warten. Oder wir nehmen einen Föhn, einen ganz normalen Föhn, keinen Heißluftföhn. Und man versteht mich nicht mehr. Und wir föhnen das Ganze jetzt über, machen dadurch die Schuhcreme etwas warm, sodass sie besser ins Leder einzieht. Und ja, dann hoffe ich einfach mal, dass das Leder dann dauerhaft gefärbt ist, die Farbe ins Leder einzieht und nicht mehr nur oberflächlich drauf liegt. Jetzt lasse ich das Ganze so noch für eine Stunde ungefähr liegen, damit die Schuhcreme schön Zeit hat, sich ins Leder zu setzen und die Farbe Zeit hat, dort einzuziehen. Dann wische ich es nochmal über und dann melde ich mich wieder. Eine Stunde vergangen und jetzt schauen wir mal, ich nehme jetzt also mal ein Tuch und werde jetzt mal richtig kräftig reiben. Es geht nichts mehr ab. Die Farbe ist jetzt also richtig schön eingezogen und zwar mehr oder weniger nur an den vertieften Stellen. Ich hoffe, man kann das so halbwegs sehen. Wie gesagt, Fotos und anscheinend auch Film fressen Dreck. Jetzt hat das Ganze in meinen Augen einen wesentlich realistischeren, echten, wertigeren Look. Auch die Rückseite finde ich sehr schön, mit einer leichten Aufrauung da, wo der Arm liegt. Also, mir gefällt es so, wie es ist, ausgesprochen gut. Und dieser Buckler wird mich jetzt hoffentlich eine sehr lange Zeit begleiten. Also, dieses Leder, gerade Reststücke aus der Polstermöbelproduktion, kriegt ihr für wenige Euro. Ich habe circa 3 oder 4 Quadratmeter in kleineren Stücken für 10 Euro gekriegt. Und die Stücke waren immer noch so groß, dass ich zum Beispiel hier die Rückseite oder auch hier die Vorderseite aus einem Stück Leder schneiden konnte. Schaut einfach mal nach, was ihr findet und ich wünsche euch viel Spaß beim Verranzen, Versauen und Used Look erzeugen auf Leder. Und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal.